Videos der Überwachungskamera zeigen die kleine Chloe an Deck des Kreuzfahrtschiffes Freedom of Seas. Der Opa folgt ihr zur Fensterfront. Was jetzt passiert, ist entscheidend. Der Großvater Salvatore Anello lehnt sich einige Sekunden aus dem geöffneten Fenster. Dann hebt er das Kind hoch, hält es aus der Öffnung im 11. Stock und lässt es fallen. Das 1,5 Jahre alte Mädchen stürzt knapp 40 Meter in die Tiefe und stirbt. Das Video soll beweisen, nicht das Kreuzfahrtunternehmen trage die Schuld am tragischen Tod des Kleinkinds im vergangenen Juli, sondern dessen Opa Anello. Er sei rücksichtslos und verantwortungslos und der einzige Grund, warum Chloe nicht mehr bei ihren Eltern ist, so die Royal Caribbean. Chloes Familie verklagte das Schiffsunternehmen auf mehrere Millionen Dollar wegen mangelnder Sicherheitsstandards. Der Großvater hatte behauptet, er habe nicht gewusst, dass das Fenster offen stand, weil er farbenblind sei. Und er habe den tödlichen Sturz hilflos mit ansehen müssen. In Puerto Rico wird gegen Anello wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung mehrere Jahre Haft. Beweismittel dürften auch diese Videos sein.